Hallo Leute, im heutigen Vlog geht es um eine unserer Lieblings-Weihnachtsaktivitäten. Keksverkostung! Ich backe jedes Jahr Kekse für meine Familie und Freunde. Und dieses Jahr habe ich mitbekommen, dass Ken ebenfalls gebacken hat. Ich habe mir das Grand Floravian Backen angesehen. Da wirkt Backen einfach so cool und spannend. Genau, und heute veranstalten wir unseren eigenen kleinen Wettbewerb. Wir beide haben viele verschiedene Keksorten gebacken. Wir werden nun mit verbundenen Augen raten, welche Keksorte wir gerade probieren. Derjenige, der am wenigsten errät, muss einen hässlichen Weihnachtspulli tragen. Na dann los! Okay, wir haben die Keksteller untereinander getauscht. Bist du bereit für den ersten Keks? Fangen wir an! Meiner ist irgendwie kurvig. Ich glaube, er hat die Form eines Menschen. Klebrig. Er ist irgendwie... Klebrig? Ich weiß, welcher das ist. Okay. Bereit? Ja. Sauer. Sehr sauer. Dieser hier ist unglaublich. Ein vollmundiger Geschmack, der irgendwie würzig ist. Oh, ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Okay, wir sagen es beide auf drei. Eins, zwei, drei. Zitrone. Wir lagen beide richtig. Ja. Chelsea, was machst du denn da? Gar nichts. Okay, Runde zwei. Dieser Keks hat viel obendrauf. Ist das Kristallzucker? Ich glaube, meiner hat ein Muster obendrauf. So, gerillt. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Den Geschmack liebe ich. Erdnussplätzchen. Salzig. Was? Ja, ich muss aus Versehen Salz benutzt haben. Das war keine Absicht, ich schwöre. Schon okay, das kann einem leicht mal passieren. Chelsea? Regenbogenstreusel. Schokostückchen. Bratapfelkeks. Zimtplätzchen. Lebkuchen. Schwarz und weiß. Banane. Karamell. Weiße Macadamia-Schokolade mit Kardamom und Meersalz. Hast du einen Keks mit Pizzageschmack gemacht, Ken? Du kennst mich. Gleichstand. Jetzt hat jeder nur noch einen Keks. Ha, was ist das? Oh, das ist ein Herz. Das ist das Zuckerplätzchen-Rezept meiner Großmutter. Mit ihrer Buttermilchglasur. Mein Lieblingsplätzchen. Ich weiß. Ich habe deine Mutter nach dem Rezept gefragt. Frohe Weihnachten, Barbie. Oh, danke, Ken. Oh, Chelsea, was ist das? Ist das ein Mistelzweig? Omas Zuckerplätzchen? Dankeschön. Also ich schätze, das Spiel ist vorbei? Ja? Und wer hat gewonnen? Wir wünschen euch erfüllte Festtage voller Wärme, Herzlichkeit und Liebe. Und Keksen! Frohe Weihnachten an alle! Peace!